Das Ding fällt auseinander, wenn wir noch mehr Treffer einstecken müssen. Puh. Das hat heftig gekracht. Wenn ich gewusst hätte, dass uns eine derart spektakuläre Landung bevorsteht, hätte ich meinen Sumpf nicht verlassen. Es ist ein Wunder, dass wir alle unverletzt überlebt haben. Wir haben doch alle überlebt, oder? Mir geht's gut. Morgen schon alles in Ordnung. Es braucht schon mehr als einen kleinen Abschuss, um mich ernsthaft zu verletzen. Mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen durchgeschüttelt, das ist alles. Wir hatten Glück. Nur ein Narr wagt sich ohne eine richtige Windkarte in die Luftströmungen. Ohne sie kann man den Himmel nicht befahren. Jedenfalls nicht sicher. Warum habt ihr mir das nicht früher gesagt? Dann kommen wir hier wohl nicht weg, bis wir eine Windkarte gefunden haben. Wir sind nicht weit gereist. Ich dachte, wir kämen auch ohne eine Windkarte sicher nach Tiens Anleger. Offenbar habe ich mich getäuscht. Und woher bekommen wir eine Windkarte dieser Gegend? Ohne sie können wir den Entführern von Meister Li nicht folgen. Es steht sogar noch schlimmer. Seht euch unser Fluggerät an. Selbst wenn wir eine Windkarte hätten, würde sich dieses Ding nicht mehr in die Luft erheben. Wir müssen also eine Windkarte und ein neues Fluggerät finden. Das Ganze entwickelt sich ja immer prächtiger. Hm? Ha, bei euch klingt das so einfach. Fluggeräte und Windkarten sind seltene, wundersame Dinge, sogar in der Kaiserstadt. Hier draußen sind sie so gut wie unbekannt. Gao und seine Piraten haben zwei Ströme mit Fluggeräten angegriffen. Und die Lotus-Assassinen, die Meister Li entführt haben, hatten auch welche. Irgendjemand hier muss doch etwas darüber wissen. Keine Sorge, Morgenstand. Ich werde einen Weg finden, uns wieder in die Luft zu bekriegen. Ich habe nicht vor, lange hier festzusitzen. Mir wird schon etwas einfallen. Es ist hoffnungslos. Jetzt holen wir Meister Li nie ein. Es tut mir leid, dass ich mich so aufgeregt habe. Aber mit jedem Augenblick, den wir hier festsitzen, wird Meister Li weiter von uns weggebracht. Wir sind in der Nähe von Tiens Anleger. Das ist nur eine kleine Stadt. Aber vielleicht weiß dort jemand, wo wir einen neuen Flieger bekommen könnten. Und ich kenne immerhin eine Lichtung, auf der wir unser Lager aufschlagen können. Wenn wir kein Fluggerät auftreiben sollten, können wir immer noch zu Fuß gehen. Südlich der Stadt befindet sich ein Wald. Durch ihn führt eine Handelsroute zur Kaiserstadt. Die Stadt ist jenseits der Brücke, hinter einem großen Wegstein. Sucht nach einem Felsen, auf den ein Fisch gemalt ist, und ihr wisst, dass ihr in die richtige Richtung geht. Gut, sehen wir uns in der Stadt um. Ihr kommt mit mir. Machen wir uns auf den Weg, Monschein. Kommt mit mir. So. Also gut, ich werde hier vorerst warten. Eigentlich ist es nicht viel anders als im Sumpf. Das Gefühl bevorstehenden Unheils ist stärker. Aber das könnte auch nur euer Einfluss sein. Wir sollten uns auf den Weg machen. Es muss einen besseren Lagerplatz geben als diesen. Gehen wir. Kapitel 2, in dem über den Fall der Klagefestung berichtet wird, die Frau in Schwarz von der Hand des Todes erzählt und Gao, der Große, erfährt, welches Schicksal seinen Sohn ereilt hat. Zwei Ströme ist vernichtet und Meister Li wurde entführt. Es ist offensichtlich, dass dieser Angriff sorgfältig geplant war und dass unbekannte Kräfte ein Auge auf euch und die Menschen um euch herum geworfen haben. Ihr verlasst den Ort, der euch 20 Jahre eine Heimat war, um die Hand des Todes und seine Lotus-Assassinen aufzuspüren und herauszufinden, was hinter diesem Angriff steckt. Wir haben Level up. Deswegen leveln wir mal auf. Sagen zwei Abstände.
Finde ich gut so, ja. Machen wir. 5 neue Stilpunkte. Ich gehe weiter auf Eisscherben. Kosten runter. Und Dauer. Dauer, ja, Dauer. Das mache ich. Und dann tun wir jetzt noch einen fassen. Machen wir uns die Sache. Euer Vertrauen in meine Fähigkeiten ehrt mich. Die Angriffe von zu können. Ja. Nein. Ich wollte doch weiter. Fliegerzubehör. Ein temporärer Schild, der mit. Die kosten wir auch nicht mehr aus. Mittel. Fähigkeiten. Achso, ist das genau. Gut, dann machen wir mal weiter. Spürt ihr das? Etwas ist hier. Etwas, das die Lebenden hasst. Wow. Ich muss aber ganz schön was gewütet haben. Das ist ja wirklich. Ja, Geister. Kann ich den eigentlich mit Magie? Ja, stimmt, da hieß. Wurde ja gesagt, dass ich mit Magie was machen kann. Ach, das ist dieser. Nice. Eis und weiter drauf. Der Himmel hat euch vorerst zurückgewiesen, aber ihr werdet hier trotz der unheilvollen Geister einen Nutzen ziehen. Ein Geistermönch war vor langer Zeit hier, auf der Flucht vor der Zerstörung, durch die ihr eure Eltern verloren habt. Er trug ein Stück eures Amuletts. Es wurde geteilt, zerbrochen, damit eure Gegner es nicht stehlen konnten. Ihr habt das erste Stück. Jetzt lässt es eure Fähigkeiten reifen. Das zweite liegt hier und war verborgen, bis das Wasser wich. Ein Wächter beschützt es. Seine Aufgabe ist es, euch zu prüfen und euch zu dienen. Das dritte Stück befindet sich in einem Versteck, das ihr später besuchen werdet. Diese drei Teile sind materiell, aber es gibt ein weiteres. Man kann es nicht finden, sondern sich nur verdienen. Dieses letzte Teil ist alles, was euch am Ende retten wird. Seid ihr in Ordnung? Ihr seid nach dem Kampf zusammengebrochen. Irgendetwas war da, aber ich konnte es nicht deutlich erkennen. Eine Vision, das gleiche Wesen, das ich in der Geisterhöhle in der Schule gesehen habe. Ihr hattet eine Vision? Seltsam, dass ich sie nicht sehen konnte. Starke Geister bemerke ich gewöhnlich recht deutlich. Bitte sagt mir, wenn ihr weitere Visionen habt. Wir sollten nicht hierbleiben. Es ist nicht sicher. An diesem Ort ist so viel Schmerz und Leid, dass ich kaum klar denken kann. Was hat Su gesagt? Eine Lichtung bei Tiens Anleger hinter der Brücke und dann nach Süden? Das sollte nicht allzu schwer zu finden sein. Geht voran. Ich folge euch. Nun gut. Erstmal ein bisschen Ski. Ich möchte mich hier noch ein bisschen umschauen. Liebend gern. Wenn es denn möglich ist. Springen kann ich ja hier leider nicht. Da komme ich nicht rein. Also müssen wir hier entlang.
bleibt uns nichts anderes übrig. Ich denke mal, das sollte mal die Brücke gewesen sein, so wie die aussieht. Grabstein. Ja, super. Dann machen wir es halt so. Wenn sie es anders nicht wollen. Aber merkt, Grabstein nicht kaputt machen, ist eine schlechte Idee. Wie ich gerade kennenlernen musste. Okay, hier ist ein Skibecken. Sprich, dann heilen wir uns mal schnell. Weil dann können wir hier gleich ein neues Ski holen. Sehr schön. Was ist hier oben? Das sind Menschen. Das wäre die Brücke. Gehe ich stark davon aus. Ich denke, wir müssen durch das Haus. Auch wenn es nicht wirklich ein Land aussieht. Springender Tiger. Boss mit ihnen. Sie ist auch echt Zauber gefallen mir echt gut. Das macht Spaß. Mal schauen, was da noch für so viele Zauber auf uns zukommen. Heiß. Mhm. Guck ich mal kurz nach dem Speicher. Sieht noch sehr gut aus. Was ist denn hier? Ach. Bleibt, wo ihr seid. Es ist dumm, von der Hand des Todes Gefolgsleute allein loszuschicken. Es ist offensichtlich, dass ihr einer seiner Söldner seid. Oder aber einer der Piraten von Gau dem Großen. Jetzt werdet ihr für eure Taten bezahlen. Ich habe nichts mit der Hand des Todes zu tun. Was wisst ihr über Gau und den Großen? Aus dem Weg, ihr werdet mich nicht an meiner Rache hindern. Verschwendet eure letzten Atemzüge nicht mit Lügen. Ich war zwar nicht rechtzeitig zur Stelle, um noch jemandem helfen zu können, aber ich habe gesehen, wie ihr euch nach dem Massaker aus zwei Ströme geschlichen habt. Es gibt keinen Zweifel, dass ihr daran beteiligt wart. Mit der Zerstörung des Dorfes ist die Hand des Todes eindeutig zu weit gegangen und Gau der Große hat versucht, einen Vorteil daraus zu ziehen. Meine Rache wird bei ihnen enden und bei euch beginnen. Ja, wenn sie meint. Dass sie das